Na gut, aber wenn es Odysseus gegeben hat, zu welcher Zeit wäre das gewesen? Wenn es Odysseus gegeben hat, wenn es einen trojanischen Krieg gab, dann war das zu Anfang des 12. Jahrhunderts vor Christus. Hat uns die Odyssee etwas über die Lebensweise in dieser Zeit beigebracht? Das ist eine gute Frage, denn Homer war kein Historiker. Er wollte nicht exakt beschreiben, was damals passiert ist. Eine schöne Geschichte. Ja, er wollte eine schöne Geschichte erzählen, ein bisschen ausgemalt, so wie ein Märchen. Und er wollte sein Publikum unterhalten. Wir wissen nicht, ob es ihn gab, aber... Stimmt, tut mir leid, wenn ich dich enttäuschen muss, aber wir sind nicht sicher. Sicher ist nur, dass er ein Haus hatte, das man in der mykenischen Zeit, in der Odysseus vielleicht lebte, einen Palast nannte. Aber wir wissen nicht, ob er Odysseus hieß. Wir wissen nicht, ob er in den Trojanischen Krieg gezogen ist und ob er auf dem Rückzug zu Klopen getroffen hat. Alles, was wir wissen, ist, dass es auf Ithaka Ziegen gab und dass es sie noch heute gibt. Eine schöne Geschichte eben. Eine schöne Geschichte, die viele Menschen träumen lässt. Wir beschließen, Ithaka zu erforschen. Eine Gruppe umfährt die Insel an Bord unseres Luggers. Sophie, Raphael, Tukawe und Marion versuchen, bis auf den Gipfel zu steigen. Viel Spaß! Jetzt beginnt unsere eigene Odyssee über die Insel. Nach 300 Metern sind wir schon völlig fertig. Da frage ich mich, ob wir es schaffen. Ich spiele hier den Sherpa, denn die Mädchen können nichts tragen. Wir haben drei Segel, aber Odysseus hatte nur eines, ein großes, rechteckiges Segel vorn auf dem Schiff. Es war nur wirksam, wenn der Wind von hinten kam. Odysseus musste deshalb auf günstige Winde warten, um auf Reisen zu gehen. Das ist einer der Gründe dafür, warum die Rückkehr so lange dauerte. Sie hatten auch Ruder, lange Ruderreihen an jeder Seite des Schiffs. Damit konnten sie in Häfen manövrieren und auf dem Meer schneller fahren. Und da wir wissen, dass Odysseus ein Pirat war, half ihm das in Kämpfen. Ich habe gerade einen Ast mit lauter Stacheln ins Auge bekommen. Ich liebe solche Bergwanderungen. Ist das da drüben das griechische Festland? Ich glaube schon. Es ist noch dunstig. Ah, das tut gut. Ich setze mich in die Blumen, aber nur, wo keine Disteln sind. Alle Mann an Bord. Los, alle Mann an Bord. Der Witzbold. Pass doch auf. Nicht schlecht. Ein bisschen mehr Einsatz. Mensch, so geht das. Könnt ihr so schlafen? Gar nicht so einfach. Gute Nacht. Ach, Anatole, ich habe ein Kopfkissen für dich. Danke. Anatole, möchtest du kein Kissen? Wie viele? Ganz toll. Ich fühle mich ein wenig wie Odysseus, weil wir genau wie er leben und weil wir seine Spuren folgen.
Geh schon zur Seite. Nein, immer noch kein Wasser zu sehen. Warte. Mach mal so. Kommt ihr oder nicht? Was ist denn? Ja, ja. Ja, großer Häuptling. Na, Häuptling, wie ist deine Badewanne? Was ist das Tück, wenn man an so einem Ort baden kann? Herrlich, so viel Natur und all die Blumen. Und Nymphen gibt es auch. Nymphen, Griechenland ist echt klasse. In seiner Odyssee gibt Homer mehrere Beschreibungen von Ithaka. Eine davon hat uns besonders gut gefallen und wir lesen sie euch vor. Sie ist felsig, ungeeignet für Pferde, aber sie ist nicht sehr arm, obwohl sie nicht groß ist. Hier wächst Wein, der Regen bleibt nie aus. Sie ernährt Ziegen und Ochsen, man findet dort Bäume mit ätherischen Ölen und die Tränken sind das ganze Jahr gefüllt. Nach unserem kleinen Spaziergang auf Ithaka wundern wir uns, dass sich das in 2800 Jahren gar nicht so sehr geändert hat. Alle Beschreibungen stimmen. Ganz in der Nähe unseres Lagerplatzes, gleich unter dem Berggipfel, haben wir ein altes Schäferpaar getroffen. Wir besuchen sie jeden Tag. Das riecht super gut. Das ist Fleisch, das in Öl, Knoblauch, Kräutern und Salz mariniert wurde. Und jetzt kommt es aufs Feuer und das riecht echt lecker. Die haben hier weder fließendes Wasser noch Strom. Ihr Wasser pumpen sie jeden Morgen aus einem kleinen Brunnen etwas weiter unten. Und anstelle von Strom haben sie eine Petroleumlampe oder Öllampe oder so etwas Ähnliches. Das hier ist ein bisschen wie im Märchen. Schon seltsam, dass es heute noch Menschen gibt, die auf diese Weise leben. Dabei ist das gar nicht so weit weg von uns. Fertig, wir können essen. Diese kleine Schäferei dient als Küche und da geht es ins Esszimmer und das Schlafzimmer. Habt ihr diesen Käse versucht? Er ist super. Alles hausgemacht. Auf der Karte steht heute hausgemachter Feta, griechischer Salat, Tomaten, Paprikaschoten, Gurken, ebenfalls hausgemachtes Brot, hausgemachtes Olivenöl als Dressing und das Lamm, das sie gerade auf dem Holzfeuer gebraten haben. Das schmeckt noch besser. Das ist ein bisschen das ewige Griechenland, Griechenland wie zu Odysseus Zeiten. Sie leben ein wenig wie damals, Selbstversorgung und dann mitten in der Natur. Weil sie ganz alleine in den Bergen wohnen, müssen sie unabhängig sein. Seht ihr, er ist meiner Meinung. Das ist das Glück, so sieht das reine Glück aus.